Hallo meine Lieben, heute gibt es die Anleitung für diesen schönen Stern. Der Stern ist etwas schwieriger zu basteln, also wenn ihr ein bisschen Bastelerfahrung mitbringt, wäre das vielleicht nicht schlecht. Aber ansonsten zeige ich euch die Anleitung Schritt für Schritt und wenn ihr auch sauber faltet, dann kann eigentlich nichts schief gehen. Dann legen wir auch schon los. Für diese Sterne benötigt ihr 8 Papiere und zwar mit einer Stärke von maximal 90 Gramm je Quadratmeter. Ihr könnt auch Druckerpapier hernehmen, aber es sollte wirklich nicht zu stark sein. Und dann wird auch so eine Schneidematte benötigt und zwar mit Linien in jeweils 1 cm Abständen. Als erstes falten wir ein Papier in der Länge mittig. Und anschließend in der Breite mittig. Nun falten wir eine breite Seite zur Mitte hin. Und auf dieser Seite genauso. Jetzt wird die Schneidematte benötigt. Nun legen wir das Papier in der Mitte zusammen. Und die Kante in der Mitte, die legen wir nun auf eine Linie von der Schneidematte. Und zwar wirklich bündig. Und hier müssen wir nun gut festhalten, damit nichts verrutscht. Und diese Faltlinie, die legen wir nun mit 2 cm Abstand, also an die zweite Linie bündig an. Jetzt richte ich das Ganze nochmal aus, das ist mir jetzt ein bisschen verrutscht. Hier haltet man gut mit dem Daumen fest und mit den anderen Fingern kann man das dann an diese Linie legen. Dann faltet man unterhalb nochmals eine Faltung. Das gleiche Spiel jetzt nochmal. Also diese Kante liegt bündig an einer Linie. Und diese Kante legen wir nun auch wieder in 2 cm Abstand an die zweite Linie. Und falten das Ganze nach unten. Den Teil kann man jetzt wieder lang ziehen. Dann legen wir das Papier in der Mitte wieder zusammen und machen das Gleiche nochmal auf dieser Seite. Wir legen die Kante bündig an eine Linie und diese Faltung kommt in 2 cm Abstand an die nächste Linie. Und dann nochmal dasselbe mit der Kante. Und nun falten wir die Kante an die erste Faltung. Auch wieder bündig. Dann drehen wir das und wiederholen das auch hier. Nun wenden wir das Ganze und dieser mittlere Teil, den kann man jetzt mal in beide Richtungen knicken und dann falte ich die
diese Kante an die nächste Faltlinie. Auch wieder bündig. Das Ganze kann ich jetzt nochmal mit dem Falzbein nachziehen. Dann öffne ich diesen Teil wieder. Nun gehe ich da mit dem Finger rein und falte diese Teilfalte entgegengesetzt. Dann kann ich das Ganze so zusammenfalten. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Und nun habe ich ja hier die Faltung vom ersten Schritt. Und da klappe ich jetzt einmal um, so dass ich mir später leichter tue. Nun benötigen wir Bastelkleber und da tue ich jetzt innerhalb, entlang der Kante, einen Streifen Bastelkleber ziehen und auch auf dieser Seite. Dann kann ich das Ganze aneinander kleben und da achte ich jetzt drauf, dass ich hier bündig aneinander halte und drücke das Ganze hier zusammen. Dieser Seite auch. Und dann sieht das Ganze so aus. Die übrigen 7 Papiere habe ich nun auch schon vorbereitet. Und nun müssen wir an einem dieser Tütchen die Zacken schneiden. Da benötige ich jetzt eine Schere und hier auf dieser einen Seite werde ich nicht ganz, allzu weit runter gehen und ich schneide hier bis zu der Kante zur Mitte hin, also bis zu dieser Faltung. Und auf dieser Seite schneide ich dann etwas weiter runter. Und wenn ich das nun öffne, sieht das so aus. Und diesen Schnitt, den übertragen wir jetzt auf die anderen Tütchen. Dazu lege ich 2 Tütchen bündig aneinander, klopfe so ein bisschen gegen den Tisch. Und dann kann ich hier entlang der Kante durchschneiden. Das mache ich auch mit den anderen Tütchen so. Wenn dann alle Tütchen geschnitten sind, dann klebe ich diese bloß noch aneinander. Und dazu tue ich da unten ungefähr einen 1 cm breiten Streifen Bastelkleber anbringen. Also unten an der geschlossenen Seite. Und dann hier in der Mitte bis ganz nach oben. Das verschmiere ich ein bisschen hier. Und die nächsten Zacken klebe ich dann bündig an. Das wiederhole ich jetzt nun hier auch. Genauso auch mit den übrigen Zacken.
dass alle 8 aneinander kleben. Wenn ihr dann alle 8 angebracht habt, dann müsst ihr das Ganze wirklich sehr gut trocknen lassen. Lieber mal 5 bis 10 Minuten warten, bevor ihr den Stern öffnet. Nachdem das Ganze gut getrocknet ist, dann kann man den Stern schon mal öffnen. Und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder man bringt nochmal den Bastelkleber an und klebt das Ganze zusammen. Oder aber man will es nach Weihnachten wieder verstauen und zusammenklappen. Dann kann man an den beiden Zacken ein Loch stanzen und zum Beispiel mit so einer Klammer, ich weiß jetzt nicht, ob man das gut sieht, zumachen. Das mache ich jetzt hier mal. Die beiden Zacken zusammen. Und ich stanze jetzt hier 2 Löcher, einmal für diese kleine Klammer und einmal für die Aufhängung, also für eine Schnur oder eine Kordel. Da schaue ich jetzt, dass das bündig aneinander liegt. Dann stecke ich hier die Klammer durch. Befestige das Ganze. Und durch das andere Loch kann ich dann noch die Kordel ziehen oder die Schnur und fertig ist mein schöner Stern. Ich hoffe, die Anleitung hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüss, bis zum nächsten Mal.